Die Fräulein Wunder AG ist eine künstlerische Arbeitsgemeinschaft, die aus 5 Frauen und einem Mann besteht. Hervorgegangen aus dem gemeinsamen Studium in Hildesheim, produzieren sie seit 2004 gemeinsam Stücke. Wir trafen 2 Mitglieder der Fräulein Wunder AG zum Interview. Die Fräulein Wunder AG macht Theater, Performance und Aktionen, häufig im öffentlichen Raum. Wir haben Stadtraum-Performances gemacht, wir haben Bühneninszenierungen gemacht. Und sind unter anderem dann in den öffentlichen Raum gegangen, zum Beispiel mit den Aktionen Pimp My Town, Dein Hildesheim noch schöner. Wir haben eigentlich immer einen Forschungsauftrag, wenn wir uns über ein Thema Gedanken machen. Wir haben gefragt, warum Fräulein Wunder AG? Also wir heißen ja gar nicht Fräulein Wunder AG, sondern eigentlich Fräulein Wunder AG. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen, genau mit diesem Begriff des Fräulein Wunders zu spielen. Das ist total wichtig, dass wir eine Arbeitsgemeinschaft sind. Wir arbeiten im Kollektiv. Die Arbeit im Kollektiv prägt auch die Produktionen der Fräulein Wunder AG. Thematisch lässt sie sich allerdings nicht so leicht festlegen. Wir versuchen häufig, ganz viele Elemente zu vereinen. Je nachdem, für welches Thema oder für welchen Stoff wir uns entschieden haben für das nächste Projekt, wir dann im nächsten Anschluss nach einer inhaltlichen Recherchephase anfangen, uns zu überlegen, okay, was für eine Ästhetik verlangt dieser Stoff oder dieses Thema. Und es sind eigentlich Sachen, die so angeschwemmt werden über die aktuellen Nachrichten, über persönliche Interessen, über eine Festivalausschreibung. Also auf einer ästhetischen Ebene würde ich sagen, haben die Themen meistens immer einen gesellschaftlichen Bezug. Wir versuchen nicht, Theater zu reproduzieren. Oh, hier? Ganz viele Leute, die normalerweise nicht ins Theater gehen, waren ganz begeistert von den Inszenierungen, die wir gemacht haben. Das war besonders bei einem Projekt, bei dem es um Rausch ging. Und wir haben ganz viele Leute ins Theater eingeladen, denen wir unterwegs begegnet sind. Und das liebe ich eigentlich an unserer Arbeit sehr, dass wir Menschen für unsere Inszenierungen begeistern, die eben eigentlich sonst nicht ins Theater gehen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass es eben daran liegt, dass wir versuchen, intelligente Popkultur zu sein. Also die intelligente Popkultur finde ich insofern spannend, als dass sie die Möglichkeit gibt, ganz viele Verweise aufzugreifen und auch eine kritische Hinterfragung dessen, was uns so umgibt, wahrzunehmen, aber es kein Muss ist.